Wir sind da mit einer Runde Shadow of the Tomb Raider, hatten hier hoffentlich den Eingang zur Krypta gefunden, was wir uns anschauen wollten, bevor wir die Nebenmission und auch die Hauptmission machen. Hoffentlich nicht zu oft ertrinken. So, hier erstmal wieder kurz hoch. Oh, da ist wieder Gold. Gold wurde halt angesagt, könnte man beim Händler verkaufen. Und da es ja auch einen Händler in der Stadt gibt, kann es wahrscheinlich nicht schaden, wenn man hier entsprechend schon ein wenig Gold mit sich bringen würde. Und hier kommen wir dann auch mal lang. Hier nehmen wir auch alles mit. Weiß halt überhaupt nicht, was mich erwartet. Ob das irgendwie böse Tiere, irgendein Rätsel. Man weiß es nicht so genau. Oh, hier noch ein bisschen Geld oder Gold, Barren. Da kamen wir her, glaube ich. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Da kann man bestimmt mit Feuerpfeilen aufschießen. Oder auch mit dem Molotow-Cocktail. Wird mir das hier angeboten? Nein, das ist wieder nur. Das wurde mir allerdings nicht beim Aufheben angeboten. Wenn ich jetzt mal wüsste, wie man den herstellt, weiß ich nämlich nicht. Das geht doch auch bestimmt mit Feuerpfeilen. Wie hatte ich vorhin gesagt, wechsle ich den? Achso, Mittel, ne? War das. Geht das Ding so auf? Vielleicht? Ja. So. Hier draußen lag nichts mehr rum. Selbst wenn es nur einen Monolithen gibt, wäre das ja schon was. Wir haben allerdings so noch ein paar Sachen entdeckt. Nämlich Relikt. Und Monolith, ich glaube das. Okay, fünfmal Dinger könnten wir finden. Hier gibt es noch ein Dokument. Da ist ein Wandgemälde. Da ist Banditensorgen. Da drüben noch ein Relikt. Also die Karte, die war jetzt schon hilfreich. So viel ist wahrscheinlich hier drin jetzt nicht mehr, zumindest keine Relikte, weil dann hätte ich das auch direkt auf dieser Karte jetzt gesehen. Aber hier ist was zum Lesen. Ha! 100! Weiter, der Tyrann. Das heißt, dass ich. Ja, genau, jetzt kann ich nämlich mittlere Monolithen leben. Da hatten wir ja einen, den wir noch nicht leben konnten. Hier geht's wohl nicht weiter. Geht dann wirklich nicht? Aua! Ich wollte gerade sagen, vielleicht sagt sie das nur und in Wirklichkeit geht's weiter. Dann hatte ich allerdings nicht erwartet, dass ich runterrutsche. Jetzt ist die Frage, kann man da rechts dran vorbeirutschen? Und dann nochmal links dran vorbeirutschen oder stirbt man in jedem Fall? Da war ich ja halt mal nicht drauf vorbereitet.
Und dann zwischendurch die Anwendung. Ja, jetzt Kletterarzt. Oh, schnell X drücken. Ja, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass es hier weitergeht, weil gesagt wurde, geht nicht weiter. Jetzt natürlich immer die Frage, jetzt so, ne, das Mittelding zwischen, ich muss eine Geschwindigkeit haben, um Lücken zu überwinden, aber leider hätte ich die Angst, vielleicht... Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Vielleicht gibt es da irgendwie ein Seil, um eine Falle zu entschärfen. Also das ist so ein ganz schlimmer Spagat. Ja, erstmal den Sarkophag aufmachen. Neue Ausrüstung, 7 Meilensteifel. Können wir uns dann also in dem kommenden Lager mal anschauen. Finde ich schön, dass wir hier wirklich noch was gefunden haben, nachdem ich davon ausgegeben war, dass es hier nicht weitergeht. Die spannende Frage, wie kommen wir jetzt zurück? Muss ich da hochklettern von da drüben? Ich würde sagen, das ist eigentlich zu weit, um... Jetzt stelle ich mir natürlich gerade die Frage, was macht man in einem Spiel, wenn man nicht mehr weiß, wie man zurückkommt? Weil sowas wie Porten gibt es ja nicht. Ich schaue nochmal, dass ich Sicherheit habe, dass hier drüben nichts stand mit da wird rausgehen. So, jetzt gehe ich mal wieder raus. Sowas Schnelles in der Art. Gut, das haben wir ausgeschlossen. Oder es war vorhin, aber nee, das kann ja auch nicht sein, wohl, weil gesagt wurde, ne, dass hier geht es wohl nicht weiter. Dass man halt nie zurückkommt. Das ist jetzt spannend. Ich habe es einmal jetzt das zweite Mal mit Weitspringen versucht. Das erste Mal hatte ich versucht, im Sprung X zu drücken, in der Hoffnung, dass er da, dass er sich oben festhakt. Gut, mit Festhaken ist es wohl die richtige Lösung. Dann müssen wir nur rausfinden, wo wir da drüben hin wollen. Ja, wir sterben jetzt ein paar Mal. Das ist schon okay. Entweder da links, oh, ich glaube aber eher, dass wir nicht so hochkommen, sondern dass wir quasi uns da anhängen wollen, genau wo mein Körper jetzt vor ist. Deswegen, und dann von da hochklettern. Ja, das ist spannend. Also da, dass es manchmal geht mit dem Einhaken und manchmal nicht. Das ist nicht so super ausgeklügelt. Da hat sie sich... Okay, ich habe natürlich nicht X gedrückt. Das sieht sich jetzt. Die nächsten spannenden Sachen verschieben sich um unbestimmte Zeit. Aha. So. Jetzt aber. Hoffentlich. Gut, vielleicht hier auch nicht. Ich versuche das noch einmal. Bin nicht ganz sicher. Ansonsten versuchen wir es gleich mal rechts. Da ist ja nicht mehr so Wabenmuster. Gut, ich glaube, hier oben ist nicht gewollt. Ah, okay. Dann rechts so an die Mauer. Okay. Wir nähern uns langsam der Sache. Jetzt muss das nur jedes Mal klappen. Ja, was nicht der Fall ist. Nerv. Ist nur dezent ärgerlich gerade. So.
Wir wollen jetzt hier ein bisschen hoch, dann wollen wir nach rechts springen, wenn das angeboten wird. Und da uns dann wieder einhaken. Ich kann die Speere nicht mehr sehen. Und ich mache das jetzt, wäre das nur ein Geheimnis, dann hätte ich das mittlerweile aufgegeben. Allerdings, wobei rechts die Wand wird uns die überhaupt weiterbringen. Ja, dann kommen wir dann vielleicht da, kommen wir dann hoch und dann links rüber, dass wir rauskommen. Nee, wäre es nur ein Geheimnis, dann hätte ich hier wahrscheinlich schon gesagt, okay, lass uns weitermachen. Das Problem ist allerdings, ich muss ja hier wieder raus. Also habt ihr nicht die freie Wahl. Nein! Ich weiß aber zumindest jetzt, wo der Weg schon mal. Also, wir sind schon weiter als vorher. Langsam werden wir da hinkommen. So, wir dürfen ja also nicht zu früh rüber. Also es muss dann auch irgendwie jetzt ein bisschen anders gehen, so dass ich nicht mehr auf das rutschige Ding komme. So zum Beispiel. Und das ist jetzt. Ich hoffe mal, da gibt es hier noch was anderes. Dann schauen wir sicherheitshalber hier lang. Ah, schön. Wollte die Sachen nicht finden. Ne, aktuell ist mein einziges, was mir wichtig ist, dass ich da nicht mehr runterrutsche. Also nicht auf dem abschüssigen Teil rauskomme. Und da müssen wir halt noch so ein bisschen hier. Gut. Waren wir noch nicht weit genug. Also ganz langsam nähern wir uns. Learning by doing ist ja auch angesagt. Das, was ich meinte, wir sind hier aktuell noch auf dem abschüssigen Bereich. So, wo halten wir uns da drüben fest? Es gibt hier auch da nichts. Also eigentlich müsste es genauso sein, wie ich es eben gemacht habe. Ja, okay. So. Hier ist wieder an der Decke nichts zum Schwingen. Drüben würde ich mal sagen, nein. Frage, ob ich. Doch, warte mal, das könnte wieder so ein Ding zum Einhaken sein, ne? Dass ich hier quasi darüber hinlaufe und dann im Sprung X drücke und dann komme ich drüben an. Ja. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Es war schwer und irgendwann habe ich es doch geschafft. Drüben schon, das sah noch so aus. Nee, da kommt nur Licht durch die Wand rein. Sehr schön, wir haben die Krypta geschafft.
beziehungsweise wir sind noch auf dem Weg nach draußen. Oder war das noch ein zweiter Flügel? Ne, hier kam ich her. Ja gut, ich mache mir gerade so ein bisschen unnötige Umwege. Moment. Ja, vielleicht muss ich da... Hier geht's nur rein. Und der andere Weg ist zum Rauskommen. Moment. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Hier gibt es natürlich jetzt keine weitere Karte mehr. Diese Krypta raubt mir den letzten Nerv. Wo komme ich denn hier raus? Ist hier hinten nicht der Ausgang? Laufen wir hier nur im Kreis? Das ist der Typ da und dann... Nee. Natürlich. So war das. So, sehr schön. Das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass wir hier ein bisschen mehr wissen. Wir wissen, dass es dort drüben Dokument gibt. Monolith und Relikt müsste es dort auch noch geben. Kommen wir hier drüben irgendwie in die Stadt rein? Oder muss ich da wieder den Weg außenrum nehmen? Scheint so zu gehen. Irgendwo soll hier ein Dokument rumliegen. Hier. Und das schauen wir uns natürlich jetzt mittlerweile, weil wir es auch Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Also bei allem Respekt für Erfindungsgeist und Pipapo, eine eigene Raffinerie mit einem Dorf von Dschungelbewohnern herstellen. Auch wenn die natürlich Strom sowas haben, aber das... Nein. Nein. So, es gibt hier noch ein Dokument, und zwar hinter mir. Ich schau mal kurz, ob das... Vielleicht hier drin? Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Ja, das ist willkommen im Saarland. Ich entschuldige mich bei allen Leuten, die aus dem Saarland sind. Aber ja, ihr seid ja auch eine große, glückliche Familie natürlich. So, da unten gibt es auch noch ein Dokument. Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen auf dem Completionist-Pfad. Irgendwas habe ich da vorne noch übersehen, was hier Lesenswertes rumlag. Und es will auch keiner was dagegen hat, dass ich das lese. Es ist hinter mir. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wo liegt denn hier noch was zum Lesen? Ach, guck mal, hier ganz viel versteckt. Sehr geehrte Miss Ortiz, auch wenn Ihr bemerkenswerter Einsatz für Kuvak Yaku durchaus Anerkennung verdient, weist Porvenir jegliche Verantwortung für den entsetzlichen Zustand des Dorfes von sich. Vielmehr ist unser Vorstand in Übereinstimmung mit Ihrem örtlichen Regierungsvertreter zu dem Schluss gekommen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, sofern Sie Ihren verleumderischen Kreuzzug gegen uns nicht einstellen. Gezeichnet Roberto Lavilla, Geschäftsführer Porvenir. War es hier diese Öl-Company? Glaub schon.
So, jetzt können wir mal schauen, ob wir da drüben noch ein Relikt finden. Habe ich in die richtige, ja. Und dann rechts. Und da muss noch irgendwas rumliegen. Und dann schauen wir uns dann nämlich nochmal den Obelisken an. Ja, einfach alles den klauen. So, hier müsste doch jetzt da vorne das Relikt sein. Irgendwo. Könnte natürlich unter Wasser sein. Es ist jetzt aktuell hinter mir. Das könnte doch was sein. So, das habe ich mitgenommen. Das war eine Kegelform. Wurde als Stein gewendet. So, jetzt schauen wir uns nochmal den Obelisken an. Den ich jetzt theoretisch lesen können müsste. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Ein Monolithenhinweis. Okay, spannend. Also irgendwas soll da hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Also wir hangeln uns letztendlich von Hinweis zu Hinweis hier. Also es gibt dort wohl das hole tief Luft, hört sich an wie unter der Wasser und finde mich unter der Nase eines anderen. Also eventuell könnte es sein eines anderen Monolithen, also einfach darunter. Oder ist es wirklich irgendein Gesicht, wird von irgendwem gezeigt und da unter der Nase ist dann unter Wasser der Eingang. Das ist das, was ich mir aktuell vorstellen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir hier überhaupt hoch? Ich glaube, dass hier ist wirklich nur der Monolith. Wenn wir solche Spiele geben, wo man dann noch was hin und noch was hin könnte, das ist immer eine super Idee. Graben können wir hier auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, hier ist das noch nicht, wo man Luft holen könnte. Hier kommt man auch unter Wasser nicht durch. Aber vielleicht ist da dieses Meer von diesen. Haben wir schon mal zwei davon? Gibt es hier unter Wasser noch mehr? Ich glaube nicht, dass hier uns der Monolith hinführen sollte. So, wir wollen das mal nicht übertreiben, also wir haben jetzt schon fast eine ganze Folge, ja, eine Folge mit Krypta und irgendwelchen Sachen voll. Ich glaube, ich würde mich jetzt mal noch zu diesem Dokument und dann hier zu den Banditen sorgen. Aber das eine Dokument suchen wir vorher noch. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so eine zeitgleich so eine Karte einblenden. So in kleiner Version. Dass man halt nicht immer gucken muss, laufe ich noch in die richtige Richtung. Liegt hier irgendwo was rum? War ich hier nicht mal drin? Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex WQI der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwakyaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden.
Sowohl Trübung als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko, an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Ja, sehr schön. Ne? Keine guten Aussichten hier für die Dorfbewohner. Nachdem wir uns also in dieser Folge jetzt sehr viel darum gekümmert haben, hier möglichst viel von den Sachen zu holen, würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge dann uns endlich mal um die Banditen kümmern, die jetzt hier gerade nicht mehr angezeigt werden, die aber noch irgendwo existieren. Und das gibt es dann in der nächsten Folge.